Das Thema Schnelligkeit ist für alle Athleten aus den unterschiedlichsten Sportarten sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig. Jetzt bist du an dem Punkt, du hast schon lange kein Schnellkrafttraining mehr, schon lange keine Schnelligkeit mehr trainiert. Wie findest du wieder den richtigen Einstieg? Was ist das Richtige, was du jetzt machen solltest, dass du dich nicht verletzt und dass du vor allem schneller wirst und explosiver wirst? Denn die zwei Sachen hängen auf jeden Fall zusammen. Ganz kurzes Intro und dann geht's los. Wie startest du am besten mit deinem Schnelligkeitstraining? Zuallererst ist ganz wichtig, dass du dein Krafttraining, wovon ich jetzt ausgehe, dass du das schon länger machst, dementsprechend ausrichtest. Bisher hast du wahrscheinlich mehr auf Muskelaufbau allgemein trainiert, jetzt nach und nach vielleicht auch schon mehr auf Maximalkraft. Und ganz wichtig ist jetzt, schnellkräftig zu arbeiten, explosiv zu arbeiten, das Gewicht, das du auf der Hantel hast, auch maximal schnell zu beschleunigen. Dass du auch Sprungvarianten nutzt, Kettlebell Swings oder olympische Lifts oder deren Varianten, um sehr, sehr explosiv zu arbeiten. Power, Schnelligkeit hängen irgendwo zusammen. Explosivität ist ganz, ganz wichtig, um schnell zu werden. Zudem musst du auch mal definieren, wann, auf welche Distanz möchtest du schnell werden. Ist es mehr der Antritt, der für dich und deinen Sportart interessant ist und deine Position? Oder ist es mehr die Distanz, wo du zum Beispiel auch Probleme hast oder merkst, da wirst du müde? Das musst du auf jeden Fall erstmal identifizieren, herausfinden, damit du natürlich auch die Planung dementsprechend auslegen kannst. Das ist ja für mich als Trainer auch immer wichtig, bevor ich dem Athlet sage, das sind die Übungen, das machen wir, du rennst 200 Meter Sprints. Wenn er nie 200 Meter rennt, muss ich mir natürlich überlegen, ob das auch sinnhaftig ist oder wie oft ich das mache. Also erstmal analysieren, bevor du mit deinem Training startest und nicht einfach wild drauf los. Das heißt, Krafttraining musst du entsprechend anpassen. Das ist die Voraussetzung dafür. So, jetzt ist es wichtig, einen richtigen Einstieg wieder in Schnelligkeitstraining zu nehmen. Also du musst rausgehen, auf den Platz gehen, du musst Schnelligkeit trainieren, du musst rennen gehen. Ob du das jetzt mit Widerstandsbändern, mit einem Schlitten etc. machst, völlig egal. Erstmal geht es nur darum, dass du dich bewegst und dass du sprintest. Da fängst du immer locker mit einem ganz, ganz guten Warm-up, einem sehr athletischen Warm-up mit der Fußgelenksarbeit, den High Knees und solchen Geschichten an. Denn das ist natürlich die Laufschule. Du möchtest ja sprinten und laufen. Also solltest du diese auf jeden Fall beherrschen. Weil das sind kleine Movements, die später sehr komplex und schnell ausgeführt werden. Deshalb Laufschule first. Dann hast du ein tolles Warm-up, wo auch Dynamic Stretching mit drin ist, wo Reaktionsstarts mit drin sind und wo natürlich so ein bisschen Beschleunigung mit drin ist. So, jetzt fängst du an, und ganz kurz bei diesem Warm-up ist wichtig, dass du nicht maximal explosiv lossprintest. Es ist ein Warm-up. Also da darfst du dich auf gar keinen Fall verletzen und auch nicht 100% sprinten, wenn du noch nicht bereit dafür bist. Dann geht's weiter mit erstmal lockeren Sprints. Wirklich erstmal Steigerungsläufe machen. Erstmal wieder hintasten, genügend Pause machen, den Körper erholen lassen. Nicht gleich anfangen und dich kaputt laufen. Und nach der ersten Trainingseinheit, wenn du aufgeschrieben hast, was du auch gemacht hast, dann kannst du schauen, wie reagiert denn mein Körper? Muss ich längere Sprints machen? Muss ich kürzere Sprints machen? War das Volumen okay? War die Intensität okay? Damit du auch so eine Idee bekommst, wie kann denn jetzt so ein Schnelligkeitstraining aussehen? Wie lang soll das sein? Wie viele Sprints soll ich machen? Kriegst du hier von mir einen kleinen Ausschnitt aus meinem Training, wo ich für dich extra angepasst habe, für ein Schnelligkeitstraining, für jemand, der nicht allzu lange Schnelligkeit trainiert oder den Einstieg jetzt sucht. Aber auch für Leute, die schon länger Schnelligkeit trainieren, es aber noch gar nicht so bewusst geplant haben, ist dieser Teil jetzt ganz, ganz interessant. Schau es dir an und nehme viel mit. Setz es um, denn das ist ein Trainingsplan oder eine Trainingseinheit, die du jederzeit mehrmals die Woche auf jeden Fall für deine Schnelligkeit einbauen kannst. Zuerst einmal starten wir mit dem Warm-up. Beim Warm-up legen wir viel Wert auf Laufschule sowie Fußgelenksarbeit, High Knees, Butt Kicks und sonstige Laufschulübungen, die deine
Lauftechnik und deinen Antritt sozusagen auch verbessern. Nutze diese Übungen regelmäßig, um eine saubere Lauftechnik zu bekommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du wirklich schnell sein möchtest. Zu einem guten Warm-up gehört auch immer Dynamic Stretching. Hier siehst du den All-in-One-Stretch oder auch World-Greatest-Stretch genannt. Mit dieser Übung hast du soweit viele Muskelgruppen mit dabei, bewegst dich dynamisch und lockerst dich ziemlich gut. Wiederhole das mehrmals auf beiden Seiten und füge gerne noch weitere dynamische Dehnübungen hinzu. Als erste Übung haben wir den Power Bounce into Sprint. Das sind explosive, große Schritte, wirklich ein Bounce mit kompletter Beinstreckung. Und dann gehst du nach 2 bis 3 Wiederholungen pro Seite direkt in einen Sprint rein. Dann machen wir weiter mit Acceleration Sprints, also Beschleunigungsstarts für 10 bis 20 Meter. Hier kannst du natürlich auch aus den unterschiedlichsten Positionen starten. Als nächstes kommen wir in Increased Running, also einen Steigerungslauf über 50 Meter. Achte auf eine saubere Technik und dass du die Beschleunigung nach und nach aufbaust, das heißt die Schnelligkeit aufbaust, erst Beschleunigungsphase und dann die Sprintphase. Das war's auch schon mit dem Workout. Jetzt zurück ins Studio. Also halten wir noch einmal fest. Als allererstes musst du dein Krafttraining anpassen. Du musst es mehr auf Schnelligkeit auslegen, auf explosive Übungen. Was nicht heißt, dass du gar kein Muskelaufbautraining mehr machst, aber dass der Fokus sich mehr auf die Schnellkraft konzentriert und die Maximalkraft. Als nächstes musst du langsam reinkommen und erstmal dein Ziel definieren. Was ist mein Ziel? Schnelligkeit, Beschleunigung, eher mehr Schnelligkeitsausdauer. Dementsprechend musst du deinen Trainingsplan danach ausrichten. Auch was für eine Zeitperiode habe ich? Habe ich, bis ich das erreichen möchte, vielleicht 12 oder 20 Wochen Zeit? Oder sind es einfach nur 4 Wochen? Weil dann muss ich ganz anders arbeiten. Habe ich natürlich länger Zeit, kann ich natürlich erst Grundstücke aufbauen. Erstmal an meiner Lauftechnik arbeiten. Schon allein, wenn du lange nicht mehr gelaufen bist und jetzt nur an deiner Lauftechnik arbeitest, dann wirst du das später an der Schnelligkeit und an der Ausdauer merken, weil du diese Komponente gar nicht gewohnt bist. Also denk nicht zu kompliziert. Fang einfach mal an, nachdem du dein Ziel definiert hast. Gucke, wie du auf die erste Trainingseinheit reagiert hast. Schreibe das Volumen runter, die Intensität runter. Und von hier an kannst du jetzt Anpassungen machen. Auf die Trainingsbahn, denk dran, von hinten beginnen herzurechnen, okay, da ist Datum X, hier muss ich das und das leisten können oder möchte ich das leisten können, zurückrechnen und von da aus beginnen, das Ganze entsprechend für dein Ziel aufzubauen. Übungen gibt es wie Sand am Meer, okay, die sind sehr, sehr breit gefächert, die können wir natürlich auch sehr individuell gestalten, aber dafür ist es wichtig, dich als Athlet zu kennen oder du als Trainer, dass du deinen Athleten kennst und dass du natürlich das Ziel immer im Fokus hast. Das ist ganz, ganz wichtig. In meinen weiteren Videos siehst du aber auch viele Sprintübungen, Explosivitätsübungen, Kraftübungen, die für dein Ziel sehr interessant sein können und auf jeden Fall sind. Des Weiteren kannst du mich natürlich auch jederzeit kontaktieren, wenn du Fragen hast zu deinem Training, zu deinem Trainingsplan oder wenn du von mir gecoacht werden möchtest. Denn auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit. Schau einfach mal auf meine Homepage www.machbar-training.de vorbei. Und was ganz wichtig ist für mich, lass bitte einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Freue ich mich natürlich auf ein Feedback, auf einen Kommentar, auf einen Daumen nach oben, wenn du meinen YouTube-Channel abonnierst. Und denk immer daran, was ganz, ganz wichtig ist, alles ist machbar.